Überleiten zu einer, ja, in Dresden möchte ich sagen, fast schon Persönlichkeit mittlerweile. Ihr kennt ihn alle. Einen herzlichen Applaus für Fidel. Ja, liebe Dresdner Bürger und auch alle Untertanen und auch alle Hilfs-Sheriff um uns rum. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als auf dem Altmarkt, finde ich gut. Ja, also zum Impfen ist wirklich genug gesagt worden, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich sage auch nichts zu meinem Impfstatus. Und ich sage auch nicht, was ich gewählt habe. Ja, in den letzten Tagen und Wochen sind immer mal wieder Menschen an mich herangetreten, die mir gesagt haben, guck mal hier, das deutet auf Wahlbetrug hin und die Wahlen in Deutschland seien seit 1949 nicht gültig gewesen. Und wenn unter 50% wählen gehen, dann kommt keine Regierung ins Amt, dann braucht es Neuwahlen. Das ist alles Bullshit. Kriegt man alles einmal googeln. Man muss nur Wahlen und Wahlgesetz eingeben und man findet es raus. Ich bin der Meinung, dass es dort eine Kampagne gegeben hat, von wem auch immer, um die Leute vom Wählen abzuhalten. Es hat in Dresden nicht gefruchtet. In Dresden haben 80% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Und ich muss sagen, ich würde sagen, dass ich stolz auf die Dresdner bin, aber ich freue mich sehr, dass die Dresdner politisch interessiert sind. Und es spielt für mich ehrlich gesagt auch keine Rolle, warum jemand die eine oder die andere Partei wählt. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung und so wie ich für mich in Anspruch nehme, dass meine Wahlentscheidung natürlich extrem fundiert ist, kann man mathematisch ausrechnen, kann das jeder andere von euch für sich auch in Anspruch nehmen. Das ist eine scheiß individuelle Entscheidung, die kann einem keiner abnehmen. Auch wenn uns das immer wieder eingeredet wird, man müsste aus einer gewissen Logik die oder jene Partei wählen. Nee, manche sind Protestwähler, manche wählen aus Überzeugung. Keiner kann in unseren Kopf reingucken. Und das soll sich auch bitte keiner nehmen lassen. Es sind auch einige Leute an mich herangetreten, die haben mir erzählt, dass sie Wahlhelfer sind. Und da habe ich mich sehr gefreut, Infos zu bekommen. Also die Wahlhelfer, die an mich herangetreten sind, das waren eine Handvoll, also ist nicht repräsentativ, die haben mir erzählt, wir haben bei der Wahlhelferschulung erzählt bekommen, dass wir jeden wählen lassen sollen, egal ob der eine Maske auf hat oder nicht, egal ob der einen Attest vorzeigt oder nicht. Also die Wahlhelfer wurden geschult, sie sollen jeden wählen lassen. Ich war also am Sonntag wählen gegen 11 Uhr morgens. Ich bin ganz schnurstracks ins Wahllokal rein. Saßen ein Mann und eine Frau. Ich bin nach rechts zum Wahlraum gegangen. Kein Mensch hat auch nur eine Wimper gezuckt. Auch im Wahlraum selber. Keinerlei Meckern, nicht mal ein Wimpern zucken, weil ich ohne Maske reingegangen bin. Ich hatte nicht mal einen Stift dabei. Dabei war das Bedingung. Oh ja. Ich habe also auch einen Stift gekriegt. Und hinterher habe ich mich artig bedankt für das Engagement der Wahlhelfer. Und das möchte ich hier nochmal wiederholen. Ich danke allen Wahlhelfern in Dresden und anderswo, die sich für unsere Demokratie eingesetzt haben. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat keiner dieser Wahlhelfer einen Ansatz gefunden, wo irgendein Betrug stattgefunden hätte. Also auch die Unterstellung, dass es einen Wahlbetrug gegeben hat, die kann man ja machen. Aber dann soll man mal Butter bei die Fische geben. Ich würde behaupten, es gab keinen großflächigen Wahlbetrug. Allerdings hat man gesehen, da waren Siegel verletzt von den Wahlurnen. Ob das diese Wahl war oder eine andere Wahl, weiß man natürlich nicht, weil die Fotos sind verlockend. Man sieht ein Foto, man hat es in Syrien und im Irak gesehen, da werden teilweise die gleichen Fotos in Syrien genommen wie vom Irak. Keiner weiß, wo dieser Bombeneinsatz war und genauso weiß ich es auch bei der Wahlurne nicht, die mir irgendjemand per Telegram schickt. Also die Vorwürfe nach Wahlbetrug, die mögen doch bitte fundiert sein. Bis jetzt ist mir keiner untergekommen. So, jetzt noch mal kurz zum Mundschutz. Ich habe also am 21., das dürfte ein Dienstag gewesen sein, dem Wahlamt eine Mail geschrieben und dem Oberbürgermeister und habe gesagt, lieber Oberbürgermeister, liebes Wahlamt, bitte nennt mir die gesetzliche Grundlage für eine Mundschutzpflicht im Wahllokal. Dann hat es 3 Tage gedauert und dann hat mir ein Herr Manja, das ist der Abteilungsleiter Grundsatz und Wahlen, eine lapidare Mail zurückgeschrieben, Corona-Schutzverordnung, hier ist der Link.
Ich hatte ihm vorher geschrieben, Corona-Schutzverordnung ist eine Verordnung, die macht die Staatsregierung und ein Gesetz wie das Bundeswahlgesetz macht der Deutsche Bundestag. Und eine Corona-Verordnung steht nie und nimmer über einem Bundeswahlgesetz und auch nicht über einer Bundeswahlordnung, die unser geliebter Innenminister, ich nenne ihn jetzt nie Pharma-Lobbyist, ist er ja nie, hat es ja offen ausgesprochen. Die, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und die, die was zu sagen haben, die sind nie gewählt worden. Seehofer vor ungefähr 10, 15 Jahren. Also der Innenminister Seehofer und sein Ministerium haben die Bundeswahlordnung zu verantworten und da steht konkret drin in Artikel 56, was muss man bei der Stimmabgabe beachten? Und da steht mehr oder minder nur drin, du musst deine Identität nachweisen. Da steht nichts von einem Mundschutz, da steht nichts von einem Attest, da steht nichts von, du musst einen Stift mitbringen. Also ich bin der festen Überzeugung, und das werde ich auch noch austesten. Ich habe heute mit dem Anwalt telefoniert, beziehungsweise hat er mich heute zurückgerufen. Den Wahlhelfern erzählt man also, ihr müsst jeden wählen lassen. Und in der Zeitung und auf der Seite der Internetseite der Stadt Dresden steht drin, Mundschutz ist Pflicht. Jetzt hat mir der Anwalt heute erzählt, oh, das mit der Wählernötigung, was du dir da gedacht hast, das ist ja ganz nett, aber eventuell können wir den Oberbürgermeister wegen Rechtsbeugung anzeigen. Also das behalte ich mir noch vor. Ich habe übrigens nicht nur vor, den Oberbürgermeister anzuzeigen, wegen entweder Wählernötigung oder Rechtsbeugung, sondern auch den Ordnungsbürgermeister, der ist verantwortlich für das Wahlamt. Und der Finanzbürgermeister ist verantwortlich für das Rechtsamt. Sowohl der Ordnungsbürgermeister als auch der Finanzbürgermeister sind beides ausgebildete Juristen. Der Peter Lames, SPD, ja, das ist die Partei von unserem Olaf Scholz, der ist sogar Richter gewesen. Und all diese drei, Oberbürgermeister, Jurist 1 Sittel, Jurist 2 Lames, haben den Eindruck erweckt, als dürfe man nur mit Mundschutz wählen gehen. Mit Maulkorb, um es ganz deutlich zu sagen. Ich habe alle 70 Stadträte angeschrieben am Donnerstag vor der oder während der Stadtratssitzung, da haben die getagt in der Messe Dresden. Zwei Stadträte haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, der eine hat nur geschrieben, sauber, und die zweite hat mir noch eine etwas längere Mail geschrieben und hat mir mehr oder minder auch zugesagt, die ist übrigens auch Juristin gewesen, die zweite Stadträtin, dass sie das soweit unterstützt. Ich kann nur sagen, wir können uns lange übers Impfen streiten, über Wahlbetrug und so weiter. Wenn wir nicht alle, jeder für sich, politisch aktiv werden, und ich habe es schon oft erwähnt, die E-Mail-Adressen der Stadträte stehen im Internet, vorname.nachname@stadtrat.dresden.de. Jeder von euch kann Smartphone bedienen, kann E-Mails schreiben. Stellt einfach mal Fragen an eure Stadträte. Ihr seid schlau genug, den für euren Stadtteil rauszufinden. Und stellt ihnen die Fragen, die euch auf der Seele brennen, und ihr werdet sehen, ihr kriegt eine Antwort. Nicht mit einer Massen-E-Mail, wo überall das Gleiche drin steht. Nee, nee. Also die Mühe muss man sich schon machen. Warum habt ihr am Donnerstag im Stadtrat den Oberbürgermeister, der war gar nicht da, der Sittel hat es geleitet, der Oberbürgermeister hat eine Fortbildung gemacht, damit er jetzt auch Menschen trauen kann. Also sowohl Männel und Weibel, als auch zwei Weibeln und zwei Männeln. Der Oberbürgermeister hat also es vorgezogen, lieber sich zum Standesamt weiterbilden zu lassen. Das ist sein gutes Recht, der will ja nächstes Jahr wiedergewählt werden. Und damit es nicht zu lang wird, komme ich jetzt mal zum Punkt. Genau, Renate Schätzle. Da kann man unterschreiben als Dresdner Bürger. Bürgerbegehren zur Abwahl unseres geliebten Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Jeder muss Dresdner sein, damit die Stimme zählt. Man darf nur einmal unterschreiben, also es wird nur einmal gezählt. Und wir haben noch bis Ende März Zeit, um, wie viele Stimmen waren es? Ich glaube, 87.000 Stimmen brauchen wir im ersten Schritt, um den Bürgermeister dann per einem Bürgerentscheid abwählen zu können. Und ihr werdet nie raten, wie viele Stimmen der Oberbürgermeister bei seiner Wahl gehabt hat. Er hat 100.000 gehabt, also fast auf den Punkt genau. Also man braucht fast so viele Stimmen für den ersten Schritt, um den OB abzuwählen, wie er bei seiner Wahl bekommen hat. Und um ihn dann wirklich abzuwählen, braucht man sogar 236.000 Stimmen. Also doppelt so viele, wie er bei seiner Wahl bekommen hat. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler im Gesetz. Der steht seit den 1990er Jahren in der sächsischen Gemeindeordnung drin, als die CDU hier noch absolute Mehrheiten hatte. Das ist jetzt schon lang her. Wir haben gesehen, Biedenkopf, ich glaube, mit 53% angefangen. Und jetzt ist die CDU in Sachsen, was hatten sie? 18%?
Also gedrittelt ungefähr. Also die sächsische Gemeindeordnung muss geändert werden, dafür braucht es einen Volksentscheid und ich kann nur sagen, kommt gerne auf mich zu, ich werde hier noch eine Weile sein. Es bedarf des Engagements eines jeden Einzelnen. Wir werden diese Corona-Diktatur weder juristisch lösen, indem wir irgendjemanden verklagen. Die Gerichte kuschen alle, wir haben es erlebt, sogar das Bundesverfassungsgericht lässt uns im Stich. Die entscheiden lieber über irgendwie Klimagesetze und so weiter. Was gibt es noch für eine Möglichkeit außer juristisch? Ja, Revolution auf der Straße. Ihr seht, wir werden von der Presse mehr oder minder wegignoriert, auch wenn die Springerpresse heute wieder da ist. Brauchen wir für die Revolution die Presse? Nein. Nein! Also jedenfalls nicht die, die in Dresden gerade irgendwie das Sagen hat, ganz ehrlich. Ich kann mich jedes Mal nur totlachen. Ich hab sowohl ein DNN-Abonnement als auch ein SZ-Abonnement, allerdings muss ich es nie bezahlen, weil ich einen Zugang von einem Freund habe. Ich kann euch nur sagen, da steht genau das drin, was sie wollen, drin, was das drin steht. Und das, was wichtig ist, das lassen sie einfach weg. Das ist dann nie gelogen, das ist einfach dann Lückenpresse. Und ganz ehrlich, das ist viel schlimmer, als offensichtlich zu lügen, ist einfach Lücken zu lassen und nie, über das nicht zu berichten. Ich habe Berichte heute zum 5. Mal über meinen Anführungszeichen Bürgerbegehren. Weder der Herr Springer, den ich da vorhin gesehen habe, noch der Alexander Schneider, der liebe Haltungsjournalist, haben auch nur einmal ein Wort darüber verloren, dass es ein Bürgerbegehren zur Abwahl des Oberbürgermeisters gibt. Das wird einfach verschwiegen. Und das könnt ihr ja weitermachen, ihr Haltungsjournalisten. Macht's ruhig weiter. Ich gucke auch regelmäßig, wie die Auflage der DNN und der Sächsischen Zeitung sich entwickelt hat. Und ich sage euch was, die Kurve geht parallel zum Wahlergebnis von der CDU. Die geht in den Keller. Seit Jahren und Jahrzehnten verlieren DNN und Sächsische Zeitung. Und das bei wachsenden Bevölkerungszahlen. Die Auflagen gehen in den Keller. Und deswegen schmeißen die sich an die Politik ran. Es gibt ein unheiliges Bündnis zwischen dem Rathaus, wo der Oberbürgermeister drin sitzt, und zwischen den Stadträten, die normalerweise im Plenarsaal tagen, und der Dresdner Lokalpresse. Die stechen sich gegenseitig Sachen durch, ich weiß es aus sicherer Quelle, und dann arbeiten die zusammen. Und da gibt es ab und zu mal einen frechen Artikel über den und jenigen Politiker. Kürzlich kam die Daniela Walter, Ortschaftsvorsitzende in Schönfeld, weiß ich dran, der wird vorgeworfen, dass die Präsente an die Bürger ab 80 nicht ausgereicht habe. Ich weiß nicht, ob sie das getan hat oder nicht getan hat, aber die Presse berichtet jetzt also über den Fall während der Anklageerhebung. Das Urteil ist noch nicht gefallen und sie wird vorverurteilt. So werden einige Politiker hingerichtet, in Anführungszeichen, oder unter Druck gesetzt. Und so funktioniert in Dresden die Zusammenarbeit zwischen Journalismus und Politik. Man hilft sich gegenseitig, ab und zu wird mal einer fallen gelassen. Und das kann ein Ende haben, indem ihr die nötigen Konsequenzen zieht. Ich muss die, glaube ich, nie explizit sagen. Ja? Also, ich mache mal einen Punkt. Ich hoffe, dass ihr euch engagiert. Ich danke euch, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und ich sage euch, mein Atem ist noch lang. Der Weg wird noch lang sein und mein Atem wird lang sein. Und ich habe vor, ohne persönlich zu werden, diesen Oberbürgermeister zur Strecke zu bringen. Und zwar politisch. Sehr gut, Fidel. Da bin ich ja froh, dass wir hier zumindest...